Hey YouTube, da bin ich wieder. Auf zur nächsten Folge No One Survived. Ich habe nur ein klein wenig gefarmt auf Stream. Ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber nur, dass man, wenn man irgendwas baut, wenigstens einen kleinen Mindestvorrat hat. Gut, Stöcke sind leider noch nicht voll, da hatte ich dann keinen Bock mehr. Und ja, meine Hammer... Sammlung liegt immer noch hier. Blöd, dass man die nicht, die muss ich irgendwo im Wald verschwinden lassen. Kann ich ja leider nicht irgendwie zerstören oder so. Hey, mein Haustier ist weg. Wo ist mein Bär? Bärli! Also ich habe ihn offstream nicht getötet. Ehrenwort. Ich habe damit nichts zu tun, dass er nicht da ist. Hm. Komisch. Okay. So, baue ich jetzt zuerst ein Dach oder gehe ich erstmal auf Wanderung? Ich wollte mal gucken, was man hier noch so frei machen kann, vielleicht schon. Leider Gottes anscheinend nicht wirklich viel. Die Frage ist, sehe ich irgendwo, was ich schon gelernt habe? Also von den Lernbedingungen hier, die Bücher meine ich. Anscheinend nicht, ne? Feldflasche, mechanisch, Klasse 3. Leck mich am Arsch. Ist aber doch schon ganz schön happig. Übungsverbrauch, Ton 5. Okay. Was soll ich denn da bauen? Ist auch egal. Schmelzofen ist sehr gut. Die ganzen Barren hier, okay. Wir waren ja in dem Dorf, da konnte ich ja dann... Ingenieur, das ist so Medizingedöns hier. Ach, das ist alles Medizinklasse dann, okay. Medizinklasse 3, wo brauche ich dann 5? Da, das geht noch weiter hier. Ah, leck mich am Arsch. Habe ich ganz vergessen, dass das so weit runter geht. Specken, Duschraum. Alter, du kannst ja eine richtige Bude bauen. Also eine richtige Wohnung. Leck mich am Arsch. Konservendosenverarbeitung. What the fuck? Krass. Heftig. Ja, mal gucken, wie lange ich hier dran bleibe. Ob ich das noch alles miterlebe. So, Ton. Brauche Ton. Ich habe doch hier irgendwo... Da haben wir. So. Pfeil haben wir nur, das ist ein bisschen wenig, aber ich will jetzt auch eben nur Ton abbauen. Von daher sollte es eigentlich scheißegal sein. Denke ich. Ton, das sind diese roten Steinchen hier vermutlich, ne? Würde ich jetzt zumindest stark von ausgehen. Ich habe jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund. Wäre cool, wenn mir jemand mitteilen würde, ob das störend ist oder ob es okay ist. Weil ich weiß nicht, so ohne finde ich so ein bisschen blöde, muss ich sagen. Oh, ich hab... Muss zu einem Wasserloch oder so. Ich habe kaum noch Wasser. Darum hatte ich auch die Flaschen ins Inventar getan. Stimmt. Ich erinnere mich. Eine Feuerstelle sollte ich mir auch noch bauen. Dass ich das Wasser abkochen kann. Weil einfach so trinken ist nicht so gesund. Überhaupt richtig, was ich hier mache? Jawohl, ui. Noch nicht mal zu wenig. Da hinten ist noch ein bisschen mehr. Wir holen mal ein bisschen Ton ran hier. Was wir haben, haben wir. Animation, muss ich sagen, sieht ein bisschen schmerzhaft aus. Danach würden mir, glaube ich, die Knochen wehtun. Das sieht aber nach was anderem aus. Ist das Eisen oder was? Oder Kupfer? Gibt es hier Kupfer? Eins von beiden. Aber ich glaube, Kupfer gibt es hier nicht, oder? Wird dann wohl Eisen sein. Nicht? Ist das gleiche gewesen? Okay, ich hätte jetzt vom Aussehen gedacht, das wäre was anderes. Hatte eine andere Farbe, finde ich. Na gut, egal.
Egal. Danach gehen wir mal wieder zurück. Genau. So. Wie mache ich das jetzt? Bestätigen, okay. So, jetzt brauche ich das Hämmerschild wieder. Käse. 15 Stein und 20 Toren und 5 Baumstämme. Das sollten wir doch hinkriegen. Haben wir das hier drinne? Ja. Die Frage ist, will ich das hier drinne haben? Oder mache ich das doch besser draußen? Ich glaube, ich werde auf das Gebäude hier direkt eine zweite Etage packen. Oben dann so das Wohnliche erstmal und hier unten dann so Herstellung. Glaube ich, besser. Aber jetzt erstmal den stellen wir hier hin. Genau, schönen Ofen auf den Holzboden. Yes. So macht man das. Geil, oder? Gucken, wie lange die Hütte steht. So. Ton haben wir genug. 15 Stein und 5 Baumstämme. Und nicht genug Platz in der Tasche für. Den Hammer weg. Dich können wir erstmal wieder. Gut, falsche Kiste, aber ist eigentlich egal. Haben wir auch erstmal wieder weg. An euch können wir, glaube ich, gleich direkt in den Ofen knallen. Dann kann ich nämlich direkt gleich nochmal in das Dörfchen zurück und in den Scheunen da die ganzen Erze zurückholen, die ich da hab liegen lassen, weil ich sie noch nicht verarbeiten konnte. So, 15 Stein, 5 Baumstämme. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Unglaublich, dass das alles ins Inventar gepasst hat. Unfassbar. So, fertig ist er. Ja, Kupferblock. Ah, Holzkohle. Scheiße, ich brauche ja logischerweise auch was, was brennt, ne? Oder? Brauche ich hier keinen irgendwas zum Heizen? Hm. Abwarten. Abwarten. Jetzt machen wir erstmal. Bin ich blind? Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ich brauche Pfeile. Da sind Stöcke drin. Stöcke sind noch drin, ja. Steine brauche ich. So schnell gehen die Steine wieder weg. Aber ohne Bewaffnung dahin gehen ist einfach nur Kacke. Mach nochmal den gleichen Scheiß. Einfach mal alles zu einem Hammer verarbeiten. Die Gesundheit sinkt immer weiter, das gefällt mir gar nicht. Stück kann ich noch. Drei Stück. Zwei Stück kann ich noch. Ich hab gedacht, das wären drei. So. Dann haben wir wieder ein paar Pfeilchen zusammen hier. Gucken, wie lange die halten.
So, unten die Taschen bis aufs Wasser sind leer. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ach, die Feuerstelle muss ich auch noch machen, ne? Fürs Wasser kochen. Aber erstmal das Wasser holen, würde ich sagen. Vorher essen wir ein bisschen was. Nicht, dass uns das auch noch zum Verhängnis wird. Okay, wir essen nichts. Verdammte Scheiße. Ist das jetzt echt... Oh Gott. Ich habe nichts zu futtern mehr, Leute. Ich habe nichts zu futtern. Das ist ganz schlecht. Ich brauche dringend was zu essen. Wo ist denn das alles hin? Habe ich das echt alles gegessen? Jetzt könnte ich mein Haustier gebrauchen. Jetzt würde ich den doch vielleicht zerlegen. So, mal irgendwelche Tiere vielleicht. Okay, nützt alles nichts. Dann muss ich jetzt erstmal Nahrung sammeln gehen. Nahrung, wichtigstes Gut. Dann könnte ich mir aber, wenn ich dann die Barren machen kann und ein bisschen was habe, dann hierhin zurückkehren. War das hier? Das war hier, ne? Hier war der Einkaufsladen. Hier in den Häusern war das. Den Bauplan für den Metallbogen holen. Der hält länger. Macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden, weiß ich nicht. Gucken. Macht der auch. Ja. Macht dann hundertprozentig mehr Schaden. Aber jetzt erstmal... Ah, wisst ihr, was ich mir noch hätte machen können? Diese Karre. Diese Karre. Nein, nicht hier. Okay, kann ich nur an der Werkbank anscheinend. Diesen Karren bauen, dass ich mehr transportieren kann. Hätte ich jetzt mit hier hinnehmen können. Verdammt. Ja gut, jetzt bin ich einmal hier. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, sagt man nur so schön, ne? Kann ich durch die Scheiben schießen? Mit diesem Holzpfeil? Nein, kann ich nicht. Aber sie ist kaputt gegangen, immerhin. Hallo, bin hier. Hey. Schade, dass man nicht durch kann. Aber gut, auch verständlich, sind ja Gitter vor. Ist ja auch ein Polizeirevier. Oder steht auch schon was vor der Tür? Da möchte mich jemand besuchen, so wie es aussieht. Möchte ich das? Die Frage. Eine Metalltür dauert ein bisschen länger, bis er sie kaputt hat anscheinend. Aber jetzt hat er es. Oh, da bringt er noch direkt Freunde mit. Kein Jump-Run-Spiel, Junge. Los. Bam. Nein, daneben. Daneben. Der Steinpfeil, der in der Steinwand steckt. Umkleidezimmer. Ah! Lass mich raus hier. Guten Tag. Ach, come on. Guck mal da. Wo war da bitte die Hand? Hä? Jetzt, ja. Aber wo war gerade bitte die Hand? Boah, drei Pfeile kaputt, Jung. Wie schnell die verschleißen ist. Leck mich am Arsch. Gehen Sie weg! Abstand halten! Bitte darum. Also wirklich. Und schon wieder zwei kaputt. Oh, und da wurde ich gesehen. Ah! Nein! Ach, kommt schon, Leute. Lass mich doch jetzt erstmal rein, bevor ihr mir auf den Sack geht. Oh scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Stopp. Wie schnell das geht immer. Das hört sich zwischendurch, wenn man so zielt, an, als wäre einer hinter einem. Habe ich noch einen? Nein. Ganz schön hartnäckig. Ganz schön hartnäckig. Geh weg. Wenn ich jetzt blute, bin ich richtig am Arsch.
Ich hab nichts für Heilung dabei. Was heißt dabei? Ich hab nichts für Heilung. Sagen wir es mal so, wie es ist. Oh, jetzt wird's aber richtig kritisch hier. Mentalität, alles. Oh, es sinkt alles ziemlich beschissen. Das ist gar nicht gut. Umkleide. Gucken, Klamotten. Definitiv besser wie diese Wollbuchse, die ich trage, denke ich mal. Lampe habe ich, brauche ich jetzt nicht. Wäre Platzverschwendung. Oh, Baseballjacke. Auch nicht verkehrt. Winddichter Mantel. Büchsenjacke. Da möchte mir wohl jemand Hallo sagen. Ich möchte dir aber nicht Hallo sagen, mein Freund. Ich sag dir, wie es ist. Ich geh mal wieder. Oh, da habe ich... Oh, leck mich am Arsch. 15 FPS, Jung. Das war jetzt uncool, dieses Geruckel. Da müssen die echt was machen. Spiel macht echt Laune, ist einfach so. Aber dieses Geruckel zwischendurch, einfach nur ekelhaft. Haben wir auch auf meinem Vormarsch gesehen. Hast du Eisen oder? Da ist jetzt, habe ich natürlich die Hacke nicht dabei. Nach den Roststellen zu urteilen, würde ich sagen, es ist Eisenerz gewesen. Ach komm schon, jetzt krieg ich wieder ein Spiel. Ich hab zwar jetzt nicht den geilsten Rechner, aber definitiv auch nicht den schlechtesten. Also am Rechner kann es eigentlich nicht liegen. Beim besten Willen nicht. So Leute, reißt euch halt zusammen, ich komme gleich. Da hinten in die Häuser will ich. In dem einen war ich, glaube ich, sogar schon, ne? Ich weiß gerade nicht, ob da Nahrung drin war. Komm. Ach. Das ist auch scheiße, dass das nicht 1:1 wechselt. Finde ich. Könnten sie echt machen. Kapuzenjacke. Das ist jetzt nicht... Das ist... Ach ja, ich muss ja erst. Sieht ein bisschen stylischer aus. So. Pfeile wollte ich machen. Jetzt sehe ich nicht so aus, als würde ich mit einer... Oh, scheiße. Als würde ich mit einer... Klaranzughose rumrennen. So, ein paar Pfeile machen. Eingesammelt, Mensch. Dank. Gut, bis auf Klamotten. Eigentlich könnte ich dann die Klamotten hier lassen. Die ich jetzt gerade in der Tasche habe. Die bringen mir ja jetzt rein gar nichts. Ich habe ja jetzt Klamotten an. Die nehmen ja wieder Platz weg, von daher. Also mein Bogen ist fast kaputt. Ach,
Ach komm schon, und schon wieder. Also das dämmt echt extrem den Spielspaß, muss ich sagen. Ja, jemand zu Hause, okay. Tag, Ma'am. Wohnen Sie alleine? Mentalität. Ich hab nichts zu lesen oder so. Penicillin. Brauch Essen. Brauche was zu essen. Komm, den nehmen wir. War nicht ganz das, wonach ich suche, aber besser wie nix. Das ist schon eher das. Ich werde es jetzt natürlich nicht wahr machen, sollte man eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie die Werte noch verbessert, wenn man das warm isst. Aber ich brauch's halt gerade. Echt jetzt, man kann Kaffeebohnen essen, okay? Ich dachte, das wäre zum Kaffeebrauen oder so. Nie drauf geachtet. Wenn ich sie eingesammelt habe. War ich schon dran? Sehr gut. Was bist du? Silberklumpen? Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht können wir es ja jetzt einschmelzen. Noch ein Verband. Eisenblock, Kupferblock. Alles mit, alles mit. Jetzt alles, was so mit Eisen und Kupfer zu tun hat. Ah, Kupfer. Gib doch Kupfer. Ach, nicht diesen, ey. Könnt doch gar nicht wissen, dass ich da bin, ohne Witz. Weil er weiß natürlich doch, dass ich da bin. Hört doch mal auf, alles kaputt zu machen, ihr Säcke. Mann, ey. Scheiße. Daunenjacke, okay, die brauche ich jetzt nicht. Ich kann hier mal den ganzen anderen Kram hier lassen. Damit ich wieder Platz habe. Wollmütze habe ich auch schon. Scharfschützengewehrschaft, ja, das ist schön. Ohne das Gewehr bringt mir das nur rein gar nichts. Den Safe will ich jetzt nicht knacken. Ich habe auch kein Dings dabei. Kein Dietrich. Guten Tag. Das ist Ihre Wohnung. Ihr Haus. Es tut mir sehr leid, aber ich brauche ein bisschen was. Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen jetzt den Schädel einschlage. Oder den Arm abhacke. Ja, gut. Kann man auch an den vorbeischleichen, so? Kommt wahrscheinlich drauf an, ja? Ja, hier kann ich nicht drüber klettern, tut wahrscheinlich am Arsch weh. Verständlich, wenn man abrutscht. Scheiße, ist wieder im Haus, ja? Lass die Tür ein. Oh, zwei. Sorry, Leute.
Aber auch was. Liegt das an mir? Wird also so unbunt. Liegt das an der Mentalität oder was? Sehe ich alles nur noch düster? Oder liegt es einfach daran, weil es dunkel wird? Schon krass irgendwie. Habe ich. Weiß nicht, habe ich hier Essen zurückgelassen? Scheint nicht so, wa? Scheiße. Weiß nicht mehr, was hier in den Schränken war. Okay. Den Rest habe ich ja schon gesehen gehabt. Hup. Oh wow. Echt richtig düster. Ah gut, ist vielleicht eine sehr beschissene Idee, echt hier im Dunkeln durch fremde Häuser zu wandern. Aber was soll ich machen? Brauche Nahrung. Was brauche ich noch? Was ist das andere? Ach, die Gesundheit. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich dich vollkriege, Mann. Vom Kühlschrank frische Sachen drin. Sehr gut. Auch wenn es nur ein Apfel war. Ganz ehrlich, ich schleiche durchs Haus. Klar, man hört es trotzdem. Aber nicht so laut. Das wäre jetzt kacke, wenn ich trotzdem gespottet werde. Alles schön mitnehmen. Muss echt zusehen, dass ich irgendwo Nahrungsmittel herkriege. So als Selbstversorger, so Tiere und so. Das wird, glaube ich, ziemlich wichtig. Dadurch, dass ich Respawn ausgemacht habe von solchen Waren, sollte ich echt zusehen, dass ich da irgendwas hinkriege. Da jetzt erstmal Band 1 von dem ganzen Scheiß, ey. Ah, Meister der Waffen, Band 1, hey! Ich habe keine Lust mehr, das... Ach, scheiße, ich habe gestimmt, das ist Minusmentalität. Ich brauche eine Zeitung, eine Zeitschrift. Jetzt weiß ich, warum, wofür man die Zeitschriften hat. Anfangs habe ich nur gesagt, scheiße, bringt ja gar nichts, aber du kriegst damit die Mentalität ja voll. Jetzt habe ich keine Zeitung. Ist sehr unvorteilhaft. Was liegt hier denn? Kupferblock. Gib mir mal eine Zeitung. Wenigstens die Mentalität hochpushen. Hm. Vor allem dadurch, dass die so weit unten ist, entdecken mich die Zombies so weit schneller. Und ich bin schneller verwundet. Bösartig verwundet. Alles andere als gut. Eschalten. Eintreten. Bam. Das war meine Faust, das sah gerade so aus, als wäre da ein Zombie drin. Habe ich mich selbst verjagt. Baumwollhose schon wieder. Aber eine andere. Was ist denn freischalten, Mann? Wieso freischalten?
Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nirgendwo eine Zeitung zu finden. So, kriege ich nirgendwo die Türen auf hier? Was soll denn das? Okay. Dann nicht. Da haut irgendwer irgendwas kaputt. Scheiße, ist das dunkel. Durch die Mentalität, als so schwarz-weiß, da ist alles noch dunkler. Macht es jetzt gerade nicht einfacher. Ich sehe keine Zombies, also. Wenn ich jetzt eine Taschenlampe an. Ah, schwarz-weiß. Die Frage ist halt auch, ob es nicht generell wahrscheinlich sogar schlauer ist, nachts loszuziehen, weil sie einen dann weniger spotten. Wenn natürlich alles andere passt. Aber hier passt ja jetzt gerade gar nichts bei mir. Das ist das Problem. Ich sehe null. Ich sehe echt null. Ich muss echt zusehen, dass mehr darauf achten, dass diese Mentalität oben ist. Und mich wirklich mein Leben kosten hier. Hey. Da habe ich auch wieder eine Fundgrube für viele schöne Sachen gefunden, ja? Kohle. Werkzeugkasten habe ich schon zwei. Nehmen wir auch. Das zählt alles komplett, okay. Für Kisten. Wenn ich endlich anfange, mein Lager zu bauen. Ein bisschen mehr Platz habe, außer diese zwei Kistchen, die ich habe. Was ist nur das Gebäude hier? Okay. Trampel, Trampel, ey, leck mich. Trampel, Trampel, Trampel. Wie laut wollen sie sneaken? Ja. Schweinefleisch, okay. Ich sollte es definitiv nicht roh essen. Steigert Essen eigentlich Mentalität? Ausdauer, Wiederherstellung der Kondition. Nee. Diese Gesundheit macht mir echt Angst. Ich habe keinen Bock drauf zu gehen. Ich habe echt keinen Bock drauf zu gehen. Mentalität plus 5. Wir müssen es ja nicht riskieren, dass dieses Drecksvieh da draußen aufs Licht zuläuft. Schon echt heftig. Ich nehme mit. War das hier ein Hotel oder was? Scheint irgendwie so, ja? Scheint irgendwie ein Hotel gewesen zu sein, ja. Hör zu. Scheiße. Zack, ist sie wieder auf. T-Shirt, ja. Kann ich noch irgendwas tragen, ohne dass ich was anderes ablegen muss? Ne. Wenn ich tragen kann, trage ich. Okay.
Sehr hübsch. Aber passt nicht so ganz zu meinen Augen. Ja. Wo war jetzt? Aber brauche ich auch noch nicht. Zeitung! Mentalität. Sehr schön. Oh, Telefon. Ach ja. So, Zeitung und Kippe. Gibt's was Besseres aus als eine Zeitung und eine Kippe? Nein, nicht. Halt, stopp. Nein. Essen? What the fuck? Ist der die wirklich? Nein, er raucht da. Ich wollte schon sagen, leck mich am Arsch, ey. Soll jetzt noch schöne Zeitung lesen, dann geht das wieder. Dann sieht die Welt nicht mehr ganz so schwarz aus. Das nochmal? Weiß gar nicht, geht das unbegrenzt oder hat man irgendwann die Zeitung satt sozusagen? Eigentlich mal ausprobieren jetzt, ne? Wo wir gerade eine Zeitung dabei haben. Ach, guck mal, die ist Haltbarkeit, alles klar. Kannst du dreimal benutzen anscheinend. Sehr schön. So, wenigstens das wieder ein bisschen weiter oben. Jetzt nicht mehr alles so schwarz-weiß hier. Sehr gut. Sieht man wieder ein bisschen mehr. Zwar nicht super viel, aber ein bisschen mehr.